Die Notfallmedizin ist das vielseitigste und spannendste Fach. Die Notfallmedizin ist das Fach mit der breitesten Aufstellung. Man kriegt alles zu sehen, man muss alles machen in der großen Breite, nicht ganz so in der Tiefe. Man beschäftigt sich mit akuten Fällen, mit Notfällen und hat zwischendurch auch mal die Möglichkeit, ein Leben zu retten. Für die Notfallmedizin mitbringen sollte man auf jeden Fall ein gutes Organisationstalent, Stressresistenz, eine gute Resilienz. Es ist jeder Tag anders, es ist nichts Routine. Und das Wichtigste, was man mitbringen sollte, ist auf jeden Fall Bock auf Neues und Bock auf Notfallmedizin. Die klinische akute Notfallmedizin ist aktuell eine Zusatzbezeichnung, welche man nach bestandener Facharztprüfung innerhalb von 2 Jahren in Vollzeit in einer Notaufnahme und durch bestandene Prüfung dann erwerben kann. Die Weiterbildung ist curricular organisiert. Das heißt, es werden zum einen Hard Skills wie Funktionstechniken, Sonografietechniken etc. vermittelt. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Soft Skills wie Kommunikation, Patientenführung. In welchen Landesärzten kann man momentan diese Zusatzbezeichnung zu erwerben ist, muss man dann in Erfahrung bringen. In Hessen zum Beispiel ist seit 2 Jahren die Zusatzbezeichnung implementiert.